Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Felsbrunnen. Ich musste gerade nochmal wieder überlegen. Ja, willkommen zurück. Und was machen wir heute? Heute werden wir weiter ein bisschen die Bäume fällen, weil wir brauchen Geld und wir brauchen vielleicht ein bisschen Platz für das Feld zu erweitern. Das weiß ich noch nicht ganz so. Aber wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. So, das hauen wir erstmal gleich hier weg. Also irgendwie macht mir derzeit noch Forst so noch gar keinen Spaß in den LS19. So. Passt da nicht ganz drauf? Ja. Na komm. Kappen wir ihn einmal in der Mitte. Zack, haben wir. Machen wir hier gleich den nächsten. Das ist aber ein kleiner. Den können wir, glaube ich, fast so drauf lassen. Na komm her. Oh, was ist denn hier los? Na? Na, dann lassen wir ihn nochmal stehen, dann nehmen wir den so lange. Der sieht groß aus. Und so weit unten, wie es geht. So. Mal gucken, ob der gleich Baum fällt. Oh ja. Oh, der ist. Ist auch mal ein anderer hier. Ey, der ist auch krumm und schief. Was ist denn das für einer? So, oh, den müssen wir mal, den kappen wir einmal in der Mitte. Ah, hier, komm. Und runter, sehr schön. Hier komm, dich kleiner Baum möchte ich hier weg haben. Das ist mir zu hoch. Dann lasse ich den lieber stehen. So, nimm mal dich. Du bist auch so ein großer, ne? So. Zack, da sägen wir mal durch. Baum fällt. Hey, das ist. Ich finde, die Bäume haben so schön gemacht. Nicht nur gerade, sondern so ein bisschen verwinkelt. So, den können wir auch einmal. Die Hälfte machen wir auch einmal hier. So, und steigen wir mal ein. Welche Seite haben wir erstmal? Zack. Und zack. Müsst ihr auf der Seite aufnehmen, genau. Komm. Und dann andere Seite. Ich glaube, das bringt schön Kohle, wenn wir die weggebracht haben. Warum will der nicht drauf? Oh, nein, das wollten wir nicht. Na, hängt da noch ein Ästchen dran? Das haben wir ja schon öfters damals gehabt. Okay. Verstehe ich jetzt nicht, warum er nicht mitnimmt. Nimmt er ihn mit? Ihn hat er mitgenommen, okay. Oh, jetzt haben wir uns aber festgefahren. So, jetzt hat er ihn auch mit, sehr schön. So Leute, dann wollen wir mal kurz gucken. Die Bäume können wir da hinten auch nochmal abholzen, aber erstmal müssen wir hier kurz rauskommen. Schaffen wir das? So. Und rum. Schafft das? Schafft das? Ja, schafft er, unser Fendt. Der hat auch Power ohne Ende. So. Zack.
nochmal Kettensäge mal so, dass man sie schön sieht. Machen wir einmal mal ein Foto für Erinnerung. So, und ran hier. Ah, hier liegt. Was liegt denn hier noch? Habe ich ein bisschen falsch gesägt. So. Probieren wir den nach dazu zu fällen, dass er vielleicht nach links jetzt fällt, meine Hoffnung. Ja, oder er fällt gar nicht, das ist auch okay. Baum fällt. Zack. Brauche ich nicht. Zack. Dann machen wir hier. Alles weg hier. Äste weg. Brauchen wir nicht. Dann den nächsten, den legen wir dann halt auch so jetzt hin. Und auch weg. So, und er fällt. Das ist der größere, glaube ich, von denen, die hier standen. Das ist immer Mist hier. So, den müssen wir, glaube ich, auch fast wieder dritteln. Den großen hier. So, den hast noch. Hallo, weg. Genau. So, machen wir einmal hier. Machen wir einmal da weg. Dann nehmen wir hier einmal nochmal hier weg. Zack. Ja, so mittelgroßer. Müssen wir auch einmal halbieren. So. Baum fällt. So. Zack. Sehr schön. So, die Hälfte ist ungefähr hier. Sehr schön. Dann können wir. Ich weiß nicht, ist jetzt noch Autoload an irgendwas? Ja, er tut was drauf. Auch von welcher Seite? Von der Seite, okay. Machen wir kurz O, zack. Entschuldigung. Oh. So, nochmal andere Seite. So, dann wollen wir den noch mitnehmen und dann müsste es erstmal reichen. Nicht umkippen. Nicht umkippen. So, Leute. Ich würde sagen, zack, L-Bänder rum. Und jetzt gucken wir mal. Ja, speichern. Wo bringt man das hin? Sägewerk. Da müssen wir hin. Zack, zack. Wie ist es am einfachsten, Alter? Das ist aber auch ganz oben, ne? Markierung setzen, das ist. Müsste hier sein, hä? Ja. Da fahren wir jetzt hier lang. Oder wir fahren einfach hier die Strecke lang, okay. Dann werden wir jetzt mal zum Sägewerk fahren. Und nehmen wir mal die Karte. Wow, da ist uns gerade einer voll reingefahren. Und das warst du. Was ist denn los mit dem Verkehr? Vor allem, warum zittert der so? Ich verstehe das nicht. Ich hatte das gleiche Problem auch in LS19. Ja, so ein bisschen Holz müsste das sein. Was schätzt ihr, wie viel? 4.000, 5.000? Ja, wollen wir mal gucken. Also, der Verkehr, der nervt gerade. Aber jetzt können wir, schaffen wir es? Naja, schaffen wir nicht zu überholen. Von vorne kommt auch ein LKW, ein Betonmischer schon wieder. Das schaffen wir nicht. Oder ne, gar nicht ein Betonmischer. Ein LKW. Aber jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir dich.
So, dann müssen wir gleich in die Berge. Da oben müssen wir hin, da leuchtet's. Mal gucken, wie viel wir in dieser Folge einnehmen. So. Das ist aber natürlich auch ein langer Weg, ne? Oh, wo müssen wir denn jetzt... Karte. Den zweiten müssen wir rechts dann. Also nicht den ersten, sondern den zweiten. Nicht den hier. Oh, jetzt kämpft er. Oh, der Fendt, der kämpft. Er kämpft. 17 km/h. Jetzt kommt er wieder ein bisschen. Bahnschranken, okay. Hoffentlich kommt jetzt nicht die Bahn. Ein Zug, nicht die Bahn. So, aber hier müssen wir rein. Hier müssen wir lang. Und dann, hier haben wir, glaube ich, keinen Gegenverkehr. Das ist auch so eine kleine, schmalere Bergstraße. So. Oh, da muss er kämpfen, der Fendt. Da muss er kämpfen, los, komm. Komm. 13 km/h, ich werde ja nicht mehr. Ja, ein bisschen ist drauf, hätte zwar noch ein, zwei Stämme hätten drauf gekonnt. Und bevor wir hier gar nicht hochkommen. So. Das ist aber auch ein Weg dahin, ne? Weiß nicht, nächstes Mal fahren wir, glaube ich, den anderen. Ja gut, aber haben wir auch so einen großen, so eine große, lange Kurve, die wir fahren müssen. Aber zurück kommen wir, glaube ich, schneller. Da ist dann bergab. Dafür wäre wieder Curseplay toll. Einmal Kurs einfahren, da fährt er dir automatisch hin. Oh, eine Bank. Ein schöner Ausblick hier. Okay, hier geht es dann in Forst. Hier könnten wir natürlich auch runter. Mal kurz gucken. Glaube ich, eine Abkürzung. Nee, die ist. Ach komm, wir fahren geradeaus. Aber hier könnten wir natürlich auch rein. Wenn wir unsere Bäume weggefällt haben, können wir hier die weiter fällen. Ist vielleicht auch ein bisschen besser. Dann haben wir nicht mehr so einen langen Weg. Das wäre natürlich die Idee, dass wir die als nächstes dann hier umholzen. So, dann machen wir mal. C, machen wir mal wieder die Sicht. Oh, 33, jetzt wären wir schon schneller. Er kämpft, der arme Fendt. Ja, ich glaube, hier machen wir dann vielleicht jetzt nächstes erstmal die Bäume alle weg. Dann haben wir auch nicht so einen langen Weg. Also Geld so zwischendurch verdienen. Wird zwar jetzt nicht nur im Forst sein, keine Sorge, Leute, aber so mal so ein bisschen Geld verdienen können wir es ja mal machen. So, oh, Alter. Hier müssen wir jetzt aber aufpassen. Wo ist denn das Sägewerk da oben? Komm, Alter. Er kämpft. 7, 8, 9. Ob wir heute noch ankommen im Sägewerk? Los, gib dein Bestes. Ich glaube aber. Tatatata. Das ist so. So gar nichts für mich, wenn wir hier so hochschleichen. Na gut, aber in echt. Oder vielleicht auch nicht schneller hochkommen. Aber gleich muss ich doch da sein, oder? Da wird schon ein bisschen flacher. Ja. Ich sehe. Ah, oh, da ist das Sägewerk. Und wie, ich kann da kein Holz verkaufen. Aber hier können wir doch schöne Bäume fällen. Hier oben können wir auch Bäume fällen. Direkt an der Bahnschiene entlang. Na komm. Jetzt Endspurt. Oh, hier wächst der Mais oben auf der Alm.
Jetzt bin ich gleich mal gespannt, was wir kriegen. Für eine halbe Wagenladung, würde ich sagen. Für eine halbe Wagenladung Baumstämme. Und weh, ich kann hier nicht verkaufen, dann kriege ich die Krise. Kommt hier wer? Nein. So, und da sind wir. Ich glaube, hier kann man was verkaufen. Oh, das Schild, das war man nicht. Das lag schon so. Das lag schon so. Da fahren wir lieber in der nächsten Einfahrt rein. Müssen wir ein bisschen weiter ausscheren. Ein Wasserfall. Wow, kommen wir rum. Jawohl, schaffen wir. Locker. So, dann drücken wir mal L, dass sie los sind. Was müssen wir machen? X. Okay. Es wird nichts verkauft. Warum? Werkzeug. Ach, Holzverkauf, okay, dann müssen wir das mal vielleicht. Kann man nochmal rein. Nochmal B. Nochmal aufnehmen. Vielleicht nimmt das gleich vom Hänger, gucken wir gleich mal. Ja, da ist 23.000, und das hat was gebracht. So, aber Leute, ich würde sagen, das reicht für die Folge. Wir haben ein bisschen Holz verkauft, dies, das, jenes. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zur nächsten Folge einschaltet. Die kommt wieder nächste Woche Montag. Wir machen jetzt immer montags Alice 19 auf der Felsbrunn. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.